die totale Auslöschung der AfD? Nein, aber ich kenne jemanden, der genau das fordert, Leute. Genau das. Die totale Auslöschung der AfD und damit 1:1 im Sprachgebrauch von Herrn Josef Goebbels ist hier Marco Wanderwitz unterwegs. Kein Witz, er heißt Wanderwitz. Dabei wandert der Witz schon lange durch Berlin. Er möchte die AfD jetzt verbieten lassen von Karlsruhe und er spricht davon der totalen Auslöschung der AfD. Das ist alleine vom Sprachgebrauch sowas von Banane, Leute. Der Typ, der gehört selbst ins Gefängnis geschmissen wegen Hass und Hetze. So sagt er nämlich, das machen du und ich, beziehungsweise wenn die AfD verboten ist, dann würde die Wählerschaft nicht mehr wie heute 24 Stunden am Tag analog und digital mit Hass und Hetze gefüllt werden. Ein Vollidiot der Unionsfraktion, der es absolut nicht verstanden hat, was das Problem in diesem Land ist und warum die AfD so viele Stimmen hat. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, was Herr Wanderwitz hier uns wirklich zum Besten gibt. Er möchte die Auslöschung der AfD, weil er sich am Ende seiner politischen Mittel sieht und dann greift er zum härtesten Schwert der Verfassung, zum Parteiverbot, aber eins der Reihe nach. Marco Wanderwitz war mal Ostbeauftragter der letzten Bundesregierung. Alleine da hat er schon die Ostdeutschen beleidigt, dass es sich wirklich nicht mehr für ihn gehört, überhaupt noch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Jetzt sagt Herr Wanderwitz, Zitat, im politischen Kampf haben wir doch jahrelang alles getan, was möglich ist und es hat leider nicht sonderlich viel genützt, beklagt sich hier Herr Wanderwitz. Die AfD ist weitgehend durchradikalisiert und ich sehe auch keinerlei Anzeichen für eine Deradikalisierung. Leute, Herr Wanderwitz, also ist phänomenal. Erstens mal, wir haben jahrelang alles getan, was möglich ist. Nein, haben Sie nicht, Herr Wanderwitz. Sie haben jahrelang alles getan, was möglich ist, um dieses Land unsicher zu machen. Sie waren Teil der Unionsregierung, die 2015 nicht dafür gesorgt hat, dass europäische Gesetze umgesetzt werden. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Sie haben europäisches Recht gebrochen und danach haben Sie deutsches Recht gebrochen. Jetzt heißt es, die AfD ist weitgehend durchradikalisiert, weil die AfD darauf besteht, dass geltende Gesetze in diesem Land umgesetzt werden. Dublin III-Verordnung. Alle, die über die Landgrenzen zu uns kommen, kommen aus sicheren Drittstaaten und sind zurückzuweisen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja? Wer sich Menschen schenken lassen will, kann sich die ja auf den Rücken binden lassen und irgendwo in Afrika dann da rumlaufen. Aber wer über die Grenzen nach Deutschland kommt, kommt aus einem sicheren Staat nach der Dublin III-Verordnung, ist er sofort zurückzuschieben oder zurückzuweisen. Auch nicht mit diesen Rücknahmeüberstellungsverfahren. Schickt die Polizei an die Grenze, dann hat dieses Thema ein Ende. Und deswegen ist die AfD durchradikalisiert. Sie finden ihre eigenen Gesetze, wenn man sie anwendet, wird man radikaler. Ich frage mich, was diese Leute konsumieren. Das hat nichts mit Cannabis zu tun. Auch wenn das jetzt legal ist, Leute, dafür muss man harte Sachen nehmen. Aber Herr Wanderwitz, es geht viel besser weiter. Er will sich auch über die Wähler, also über dich und mich, wieder auslassen. 82% der AfD-Wähler, denen sei es völlig egal, dass die Partei rechtsextrem ist. Tut mir leid, die Partei ist aber nicht rechtsextrem in Gänze. Das wird ja immer wieder unterstellt und behauptet. Es ist Katastrophe. Und jetzt beschwert er sich über das, was in Frankreich jetzt noch einmal funktioniert hat, und zwar das Zusammenlegen aller Demokratinnen und Demokraten habe zum Beispiel in Sonneberg und in Pinneberg nicht geholfen. Das letzte Mittel, das jetzt Herrn Wanderwitz noch bleibt, ist das AfD-Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Herr Wanderwitz, Ihr Demokratieverständnis ist auch ein wandernder Witz. Wie können Sie sich so hinstellen und das überhaupt nicht schlimm finden, was Sie sagen, Herr Wanderwitz? Sie wissen, die Bundesregierung, also das Bundesministerium des Inneren, schreibt selbst, eine Partei kann nicht wie ein Verein durch eine Verbotsverfügung der zuständigen Innenministerin verboten werden. Das, was ich euch immer sage, Vereine durch Verbotsverfügung der Innenministerin, Frau Faeser, Muslim Interaktiv, Generation Islam, bitte dicht machen. Nur das Bundesverfassungsgericht kann nach einem Urteil eine Partei verbieten. Und diese besondere formale Anforderung an ein Parteiverbot, ein sogenanntes Parteienprivileg, schützt den offenen Wettbewerb der politischen Parteien und Programme. Deswegen ist es ja erlaubt, dass es die AfD gibt. Es wäre mit unserem Demokratieverständnis nicht vereinbar, wenn zum Beispiel die Mehrheitsparteien andere Parteien verbieten
und sich so missliebiger politischer Konkurrenz entledigen können. Genau das haben sie allerdings vor. Und in dem Moment, wo aber eine Gerichtsinstanz dazwischen geschaltet ist, sagen sie, das ist natürlich demokratisch. Und da muss man sagen, nein, die Mehrheitsparteien machen hier parteiübergreifend, fraktionsübergreifend diesen Antrag im Deutschen Bundestag auf Verbot der AfD-Fraktion bzw. der Partei. Und dann ist es so, dass die Mehrheitsparteien diese Partei faktisch verbieten würden, wenn sie es könnten. Aber die Mehrheitsparteien tragen das Verbot nach Karlsruhe und dort sitzen Richter, die alle ein Parteibuch haben, die auch alle vorher parteipolitische Karriere gemacht haben. Das ist ja das Schlimme daran. Und diese Richter entscheiden dann über dieses Parteiverbot und wenn sie dann verboten wird, dann hat man den Schein der Demokratie gewahrt. Ja, aber leider ist die Justiz nicht unabhängig in unserem Land. Das hat uns Brüssel bestätigt, das wissen wir auch schon länger. Es gibt Einflussmöglichkeiten auf die Justiz. Natürlich gibt es eigentlich keine Einflussmöglichkeiten nach Karlsruhe, aber das ist nur der offizielle Teil. Der inoffizielle Teil ist, selbstverständlich könnte man den einen oder anderen erpressen. Sie waren vorher jahrelange Parteisoldaten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Aktenleichen oder generell Leichen man im Keller liegen haben muss, um nominiert zu werden für Richter am Bundesverfassungsgericht. Es ist hier nochmal ein spannender Satz. Es wäre mit unserem Demokratieverständnis nicht vereinbar, wenn zum Beispiel die Mehrheitsparteien andere Parteien verbieten und sich so missliebiger politischer Konkurrenz entledigen. Es ist allerdings mit unserem Demokratieverständnis vereinbar, wenn die Mehrheitsparteien einen Antrag auf Verbot einer Partei stellen und sich dann nach einem Gerichtsurteil missliebiger politischer Konkurrenz entledigen können. Ja, weil genau das ist das, was sie vorhaben. Sie wollen einen Verbotsantrag machen und es ist ihm sogar in Ordnung, also genug, Herrn Wanderwitz, wenn man die AfD nicht komplett verbietet, sondern nur einzelne Landesverbände. Ich will mir erstens nicht vorstellen, was los ist in Sachsen oder in Thüringen, wenn sie den Landesverband verbieten. Und dennoch muss man sich die Frage stellen, Herr Wanderwitz, glauben Sie ernsthaft, dass Sie damit am Ende Erfolg haben oder irgendetwas erreichen können, wenn Sie so eine Organisation nicht auf dem gesamten Bundesgebiet verbieten, weil Sie es gar nicht können? Dann verlagern Sie am Ende die Probleme. Nur stellt euch vor, Landesverband Sachsen und Thüringen wird aufgelöst, zumindest formal. Nachfolgeorganisationen sind ja ebenfalls verboten. Dann melden die sich halt alle mit ihrem ersten Wohnsitz in einem anderen Bundesland an und sind dann Teil eines anderen Landesverbandes. Das ist nämlich ganz einfach möglich. Selbstverständlich kann ein Sachse auch Mitglied eines Landesverbandes in NRW sein. Wer sagt denn, dass das nicht geht? Im Zweifel ein Paragraph in der Satzung, die sie einfach ändern können. Aber dieses teilweise Verbieten, es ist absoluter Schwachsinn. Das Einzige, wo es helfen kann, ist dann natürlich, wenn so ein Verbot kommt, kurz vor einer Bundestagswahl und die AfD dann geschwächt nur noch antritt und am Ende ist dann aufgrund dieser Verbotsverfügung schon der Name nicht mehr auf dem Wahlzettel und nach der Wahl kommt dann heraus, das Verbot wird doch nochmal revidiert, wobei, wenn Karlsruhe entschieden hat, ist mit Revision nicht mehr so viel, das wisst ihr. Ich bin dennoch schockiert von der Wortwahl der totalen Auslöschung des Lagerfeuers der AfD, wie er gesagt hat. Das erinnert so an den totalen Krieg, dass ich das, also ich finde das richtig widerlich, Leute. Herr Wanderwitz, Sie sind der wandernde Witz der CDU-Fraktion. Sie haben alles getan und deswegen ist das AfD-Verbot das letzte Mittel. Nein, Sie haben nichts getan. Sie wenden keine Gesetze in diesem Land an. Sie weisen keine Ausländer aus, die ausreisepflichtig sind. Die Justiz, es gibt eine Zweiklassenjustiz, es gibt Kuschelurteile und es gibt Mega-Urteile gegen ganz normale Bürger. Ich habe schon Sachen gesehen, Leute, es passt auf keine Kuhhaut. Es passt wirklich auf gar keine Kuhhaut. Ich bin vor allem gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das? Willst du auch die totale Auslöschung der AfD, wie es Herr Wanderwitz hier fordert? Oder sagst du auch, er hat völlig einen an der Waffel? Er hat absolut völlig einen an der Waffel. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann bleibst du immer up to date. Oder auf dem Laufenden, wenn ich es auf Deutsch sagen soll. Und damit sage ich ciao, bis bald.